Zuletzt beschäftigen wir uns dann mit dem Pruning von Entscheidungsbäumen. Wir haben als Ausgangspunkt, warum wir jetzt noch nicht fertig sind, die Betrachtung des Overfittings wieder und die Frage, wann wir denn irgendwann mal aufhören wollen, Entscheidungsbäume zu bauen. Wir haben ja gesagt, wir wollen, dass kleine Entscheidungsbäume entstehen. Das ist ein Kriterium, was wir durch die Unreinheitsreduktionsfunktionen ein bisschen versucht haben zu forcieren, möglichst schnell klare Entscheidungen herbeizuführen, möglichst weit oben auf den Ebenen im Entscheidungsbaum. Aber wir wissen eigentlich noch gar nicht so richtig, wann wir aufhören sollen. Wir hatten so ein paar weiche Kriterien definiert, wie man definiert einen Hyperparameter, wie wenige Beispiele in einem Split sein sollen oder natürlich, wenn nur noch Beispiele einer Klasse da drin sind oder ein Hyperparameter, wie stark die Unreinheitsreduktion ist. Das Problem, was sich daraus ergibt, ist, dass man im Endeffekt nicht vorhersagen kann, wie beziehungsweise keinen Threshold definieren kann, der generell gilt, der sowohl auf weiter oben im Baum vorkommenden Ebenen funktioniert, als auch in späteren Iterationen, wenn man in einem tieferen Teil des Baums ist. Generell, wenn man einfach, sag mal, gar nicht aufhört, sondern einen Entscheidungsbaum einfach immer weiter trainiert, bis im Extremfall ein Blattknoten für jedes einzelne Beispiel im Beispieldatensatz vorhanden ist, dann ergibt sich eine Genauigkeit der Klassifikation auf den Trainingsdaten, wie sie hier in der durchgezogenen, monoton steigenden Kurve zu sehen ist. Wenn Sie das mit dem Overfitting-Folien von vorher vergleichen, hier betrachten wir nicht den Fehler, sondern invers die Genauigkeit der Klassifikation. Und das ist so definiert wie der Anteil der richtigen Entscheidungen. Analog zum Overfitting kann es hier dann dazu kommen, dass man zwar auf den Trainingsdaten die Genauigkeit oder die Richtigkeit der Entscheidungen, die richtigen Entscheidungen sehr stark erhöht, während auf einem Holdout-Datensatz oder auf einem realen Datensatz dann festzustellen ist, dass die Qualität der Entscheidungen abnimmt. Das heißt, der Entscheidungsbaum generalisiert nicht weiter, sondern lernt im Prinzip die Trainingsdaten auswendig und kann daraufhin aufgrund der Besonderheiten der Trainingsdaten in der Realität nicht mehr vernünftig eingesetzt werden. Das Ganze sehen wir dann hier oder können das nochmal sehen an der jeweiligen Diskrepanz zwischen Trainings- und Testfehler, analog zu vorher und hier dann auch nochmal analog die Definition von Overfitting nicht mehr auf Basis der Fehlerungleichung hier, sondern auf Basis der Accuracy-Ungleichung. Wenn wir einen Entscheidungsbaum haben, dann bedeutet das jedes, wenn wir während der Konstruktion eines Entscheidungsbaums einen Knoten T angehen und dort ein Splitting vorschlagen, dann bedeutet das, dass jedes Splitting aufgrund unserer Unreinheitsreduktionsfunktion den Fehler verringert oder zumindest nicht vergrößert. Der Beweis für diese Aussage ist jetzt gegeben, aber den erspare ich Ihnen jetzt. Wir gehen direkt weiter und schauen uns an, dass, also das heißt, man hat an dieser Stelle keine Idee davon, wann man aufhören soll, weil der Fehler wird ja immer geringer hier. Das ist jetzt hier nochmal nachvollzogen. Das heißt, diese Funktion, wenn man sie jetzt auf Basis der Fehlerfunktion betrachtet, steigt weiterhin monoton bezüglich der Genauigkeit beziehungsweise fällt monoton bezüglich des Fehlers. Und wir brauchen also irgendein anderes Kriterium, um aufzuhören. Wir haben jetzt schon
Kriterien gesehen am Anfang der Vorlesung, die man heranziehen kann. Die sind jetzt hier nochmal wiederholt. Die Stopping-Kriterien, Größe des Splits, das wir gerade betrachten, Reinheit des Splits oder Unreinheitsreduktion. Und wie eben schon angedeutet, durch das Einführen neuer Hyperparameter wissen wir im Prinzip immer noch nicht genau, wie wir die setzen sollen. Wir müssen also eine Hyperparameteroptimierung diesbezüglich machen. Und es zeigt sich auch, dass das Setzen von Hyperparametern bezüglich der Unreinheitsreduktion, die zu erwarten ist, weiter oben im Baum einen höheren Schwellwert erfordert als weiter unten im Baum. Das heißt, man müsste im Endeffekt verschiedene Schwellwerte definieren und das ist im allgemeinen Fall nicht leicht zu bewerkstelligen. Das heißt, diese Art von Stopping-Kriterien, die können wir nicht heranziehen. Stattdessen wendet man das sogenannte Pruning an. Es wird einfach ein maximaler Entscheidungsbaum gebaut mit ganz minimalen, also der sehr wahrscheinlich overfittet, mit ganz minimalen Einschränkungen. Hier zum Beispiel, dass in einem Split nicht mehr als 5 Knoten sein müssen, damit wir aufhören, oder natürlich weiterhin die Reinheit des Knotens vorliegt, dann gibt es keinen Grund, weiter aufzusplitten. Oder wenn man in einer Multiset-Situation, wie zum Beispiel beim Label-Bias, eine Situation erzeugt hat, dass verschiedene Objekte auf denselben Feature-Vektor abgebildet werden und die aber von Menschen verschiedenen Klassen zugeordnet wurden. Wir bauen also einen solchen Baum, Tmax, und fangen dann an, ausgehend von den Blattknoten Teile des Baums herauszuschneiden, um ihn dann wieder zu vereinfachen. So lange, bis das Overfitting hoffentlich deutlich reduziert wurde. Das Pruning sieht dann so aus, wir können irgendeinen Knoten auswählen im Baum und schneiden einfach den Teilbaum heraus und übrig bleibt der Baum ohne diesen Teilbaum, wobei dieser Knoten hier, den wir gewählt haben, zu einem Blattknoten wird und das Label erhält, das dem Teilbaum bei der Konstruktion zugewiesen wurde. Wir können nun eine Reihe von solchen Pruning-Operationen durchführen. Wie gesagt, man fängt einfach von unten nach oben an und prüft gegebenenfalls. Es gibt verschiedene Algorithmen, die dieses Pruning durchführen. Und es ergibt sich dann eine Folge von Operationen, die man an einem solchen Baum durchführen kann. Und hier hat man analog zu zuvor dieselbe Situation, dass das auch wieder eine Suche ist. Ich muss mich mit den verschiedenen Kriterien, die ich heranziehe, um einen Knoten auszuwählen, dafür entscheiden, welcher denn Vorrang hat, vor einem anderen geprunt zu werden. Und erzeuge auf diese Weise unterschiedliche Bäume. Probleme, die dabei auftreten können, sind, dass hier man verschiedene Bäume erzeugt, die nicht in der hier gezeigten Relation stehen, das heißt, die nicht eine Folge von Pruning-Operationen sind, dass auch hier wieder durch gieriges Vorgehen des Algorithmus lokale Optimierung nicht notwendigerweise die besten Kandidaten erzeugt werden oder dass die Einschätzung des Trainingsfehlers, die Verwendung des Trainingsfehlers, wie wir auch schon beim Training oder bei der Evaluierung anderer Entscheidungen, anderer Klassifikationsverfahren gesehen haben, kein guter Schätzer für den wahren Fehler ist. Wir nehmen also in dem Fall analog zur Evaluierung ein Validierungsset heran und versuchen auf diese Weise sozusagen die Hyperparameter zu optimieren, die uns dabei helfen sollen, zu entscheiden, wo wir denn den Baum beschneiden. Dazu teilen wir die Trainingsdaten, die wir gegeben haben, oder den Datensatz im Allgemeinen in Trainingsdaten, Validierungsdaten und Testdaten, wie hier gezeigt oder wie auch schon zuvor gesehen, und führen einen einfachen
Algorithmus aus, hier zum Beispiel das sogenannte Reduced Error Pruning, ausgehend von dem konstruierten Entscheidungsbaum, der maximal groß ist, wird ein innerer Knoten gewählt, es wird der Knoten aus dem Baum herausgeschnitten, geschaut, wie verändert sich der Fehler, der Klassifikationsfehler des Baums auf den Validierungsdaten im Vergleich zum Originalbaum, und wenn der Fehler kleiner wird, wird diese Entscheidung akzeptiert. Was hier die Auswahlheuristik ist, ist relativ undefiniert. Es kann eine zufällige Auswahl sein oder man kann tatsächlich systematisch von unten nach oben vorgehen. Diese Strategie ist erstmal offen gelassen hier. Und ja, das wäre eine sehr einfache Pruning-Methode. Ich will Sie jetzt nicht weiter quälen mit noch mehr Varianten hiervon und noch mehr Theorie dazu. Es gibt natürlich auch mit dieser sehr einfachen Pruning-Methode Probleme, insbesondere weil auch hier, wie schon vorher gesagt, eine lokale Optimierung vorgenommen wird. Selbst wenn hier eine relativ zufällige Entscheidung getroffen wird. Es gibt andere Möglichkeiten und eine ganze Reihe weiterer Pruning-Verfahren, und da ist tatsächlich eine ganze Menge Forschung bei einem Entscheidungsbaum auch reingeflossen. Damit kommen wir zum Ende der Vorlesung. Wenn das Pruning funktioniert, dann hoffen wir, dass wir das Overfitting wieder ein bisschen reduziert bekommen. Das heißt, hier uns dem Fehler wieder annähern. Auch hier muss man dann wieder irgendwo einen Stopp wählen, aber das geschieht dann eben auf Basis des Validierungsfehlers und wenn der einen Threshold unterschreitet. Ja, damit sind wir nun wirklich am Ende der Vorlesung für dieses Jahr und für diesen Abschnitt. Danke. Thank you.